So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flipper. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben seit langem wieder eingekauft. Endlich wieder ein Deal, den ich euch vorstellen kann, wo ich euch mitnehmen kann. Natürlich ist es wieder eine Wohnung, die nicht so schick hinterlassen wurde. Mein Name ist Johannes und seit 3 Jahren renoviere ich Wohnungen, die meistens nicht mehr ganz so sexy aussehen, und verkaufe sie im Anschluss wieder mit Gewinn. Das aktuelle Projekt, was ihr hinter mir seht, haben wir eingekauft. Wir sind mittlerweile schon komplett clean. Innen wurde ausgerümpelt. Ich habe einige B-Rolls, die werden wir euch natürlich hier nicht vorenthalten. Es wurde Zeug hinterlassen. Der Keller, da konnte man, eigentlich musste man da mit einer Schneeschippe durchgehen, weil da war so viel Zeug drin. Aber das werden wir uns gleich nochmal im Nachherzustand anschauen. Ich hätte gesagt, nicht lange quatschen. Wir gucken uns jetzt erstmal das schöne Ding an. Let's go. So, also ich bin sehr gespannt. Ich war selber jetzt nicht schon seit 2 Wochen nicht mehr drin. Mein Bruder und mein Vater haben das Ganze hier ausgeräumt. Die sind bei mir mit im Unternehmen drin, peu à peu mit reingekommen. Papa schon von Anfang an. Es ist ausgeräumt, aber es ist natürlich immer noch... Oh Junge, nee, ich muss erstmal lüften, bevor wir... Warte, ich lüfte schnell mal. Weiderlich, weiderlich. Stinkt, ey. Also wir sind hier auf einem Träumchen mit 60 Quadratmetern hier oben. Ihr seht, hier waren so viele Spinnen. Hier war ein Abstellraum, da waren so viele Spinnen drin. Ich hoffe, ihr habt noch irgendwo ein Reel. Ich klicke euch das jetzt hier mal rein, wenn ich es finde. Wir haben das Ganze von einem Makler bekommen. Vorab per E-Mail, da gab es kein Exposé dazu, überhaupt nichts. Der Makler kennt uns, der mag uns. Wir haben auch immer wieder mal Kontakt gehalten. Also da ist es einfach sehr, sehr wichtig, hier dieses Netzwerk zu pflegen. Dann kommt man auch zu so einem Schmuckstück hier. Hier hat eine Dame drin gewohnt, die ist nicht mehr in der Lage gewesen, ihr Leben sozusagen alleine zu bewältigen. Und dementsprechend ist diese Wohnung dann ja, nach und nach verfallen. Wir gehen mal hier rein. Das war mit der schlimmste Raum. Hier war Teppichboden, hier waren, nennen wir es Körperflüssigkeiten. Mein Kameramann riecht nichts, was ich gerade rausgefunden habe. Das ist nämlich sehr gut, weil wir mussten hier erstmal Luft reinlassen, weil es ist immer noch so ein kleiner, beißender Nachgeschmack da. Hier war ein Bett gestanden, hier waren sehr, sehr viele Möbel, Teppichboden, wie gesagt, Essensreste, Pfannen, Zeug. Also es wurde auch einfach dementsprechend sehr viel gesammelt. Und wir haben hier wenige Sachen noch retten können, unter anderem, ah ja, ihr wollt ja bestimmt wissen, was es gekostet hat. Wir haben 100.000 dafür bezahlt, für 60 Quadratmeter in einer sehr, sehr guten Lage in Kempten. Im Randgebiet ist jetzt kein Mörderteil, aber der Marktpreis hier oben wird gerade was verkauft für 250.000 Euro. Also wir haben hier relativ viel Puffer. Das sind die Flips, die mir Spaß machen. Das kriegt man natürlich nicht jeden Tag. Aber mein Ansporn ist es schon, dass ich mindestens 50.000 bis 100.000 pro Flip mache, weil sonst habe ich da keine Lust drauf. Okay, das ist jetzt anscheinend hier übrig geblieben. Wie gesagt, ich war nicht dabei beim Ausräumen, das wurde übernommen. Wir haben hier alles einfach beim Fenster rausgefeuert. Wir haben hier unten einen Container hin platziert. Also einen, dann noch einen und dann noch einen. Also wir haben hier 3 Container rausgezogen. Und hier wurde wohl das eine oder andere Kristallerie-Zwiesel, also Zwieselglas, kennt man. Gut, das ist natürlich jetzt nicht mehr schick, aber... Müssen wir einmal putzen. Also da ist noch ein bisschen kristalltechnisch was da geblieben. Das schöne Bild hier. Ich weiß auch nicht, von wem das ist. Wir haben mal versucht zu googeln. Karl irgendwas. Der nächste Monet wird es wahrscheinlich nicht sein. Am Ende des Tages ist das hier übrig geblieben von einem kompletten Leben. Ich finde es schon immer ein bisschen... Ja, das kommt, da kommt man schon ins Nachdenken, glaube ich manchmal. Also hier noch ein paar Teller. Ah ja, die kennt man. Die kennt man. Die hat Oma immer rausgezogen, wenn Weihnachten war. Also die kennt man. Kleinen Schallplattenspieler, ein bisschen Glas. Dann würde ich sagen, wir gehen schon nochmal ins Wohnzimmer. Gut, Bodenbelege, ihr seht, also hier wurde schon einiges entfernt. Möbel größtenteils, einiges ist noch da. Ansonsten Bodenbelege wurden rausgefeuert, irgendwelche Abdeckungen. Hier sind noch die Türen, was ganz cool war, deswegen fand ich auch die Wohnung damals so geil. Wir haben hier hohe Decken, hohe Türen. Das ist ja normalerweise heutzutage auch nicht mehr so. Wir verbauen normalerweise immer diese klassischen weißen mit den verschiedenen
glaube, 4 Trennstrichen sind es. Hier werden wir Folgendes machen. Das geht jetzt ab zum Schreiner. Das wird lackiert, komplett neu aufbereitet, dass wir die auf jeden Fall behalten, weil das sind natürlich Sondermaße. Die würden wir so natürlich jetzt von der Stange erstmal nicht bekommen. Deswegen wollen wir das erhalten. Da wird natürlich der Türdrücker wieder schön in matt-schwarz gemacht, wie immer. Hier kommt ein Parkettboden rein. Wände werden natürlich auch noch gemacht. Balkon wird gerade saniert, und zwar vom Haus selbst. Die Sonderumlage, die wurde auch noch vom vorherigen Besitzer bezahlt. Und genau, hier heißt es einfach noch eine Woche warten und dann sollte das Thema auch erledigt sein. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Küche, die eine Küche mal war, an. Jetzt habe ich hier was entdeckt. Also wir haben allein von... Das weiß ich noch, weil ich wurde dann vom Bahnhof abgeholt und ich habe diese Dinger mit an den Wertstoffhof gepackt. Von den Kisten mit diesen ganzen Sachen haben wir locker 4, 5, 6 weggefahren. Sowas will leider niemand mehr. Sowas, ich finde es eigentlich ganz ehrlich, das ist ja auch schon wieder in, finde ich. Das kommt ja auch irgendwann wieder. Ich würde es jetzt vielleicht nicht für meine Tee-Partys machen, aber... Sowas kommt wieder. Gut, ab in die Küche. Der Grundriss ist auch optimal geschnitten, finde ich. Man kommt hier rein, hat nicht ganz so viel Flur. Man hat einen schönen Abstellraum, der ist linker Hand. Hat auch eine eigene Tür, also da müssen wir gar nichts dazu basteln, nichts schreinern. Hier geht es dann ab ins Badezimmer. Raus und Strom ist abgemeldet. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich mache das jetzt mal so. Ganz normales Bad. Also relativ unspektakulär. Wanne kommt natürlich raus. Kommt eine schöne ebenerdige Dusche rein. Hier wieder unser berühmter Waschtisch. Und ja, hier werden wir das erste Mal wahrscheinlich fugenlos ausprobieren. Hier war die schöne Küche. Hier haben wir auch praktisch alles dann rausgeschmissen in den Container. Container stand hier unten. Hier wurde einfach direkt alles rausgefeuert. Mein Vater hat so eine kleine Rutsche gebaut für die ganzen Möbelstücke bzw. für den Müll. Und da wurde einfach direkt einfach alles beim Fenster rausgefeuert. Hier, ganz normale Küche, hier war eine L-Zeile, also wie man sieht hier mit dem Fliesenspiegel. Mein Vater hat hier schon irgendwas mal weggehämmert, wurde alles so wie es ist rausgefeuert. Hier wird auch wieder eine Küche stattfinden, also wir werden hier nicht deswegen ein anderes Zimmer draus machen. Macht definitiv Sinn, hier eine Küche zu haben. Wir werden keinen Fliesenspiegel in Zukunft dran machen, das macht man nicht mehr, weil wir wissen nicht, wo die Küche sein wird. Und deswegen wollen wir hier auch nicht vorgreifen. Heißt, hier wird einmal... Natürlich, hier ist Tapete drauf. Wir werden vielleicht noch eine andere Stelle finden, wo man es ein bisschen besser sehen kann. 2, 3 Lagen Tapeten, hellblaue Fliesen, wird natürlich alles verputzt. Fenster sind in Ordnung. Die Lampen, gut. Die Industrielampe kommt natürlich auch weg. Heizkörper hier an der Seite, der ist auch noch in Ordnung. Wobei, nee, den müssen wir wahrscheinlich machen. Müssen wir mal gucken. Ist schon alles vorgeplant. Baustelle geht wahrscheinlich so in 2 Wochen los. Wir warten noch auf einen... Okay, vom Gerichtsvollzieher bzw. vom Betreuer. Also hier wurde auch dementsprechend dann jemand zur Verfügung gestellt, weil diese Dame nicht mehr befugt war, einen Notarvertrag zu unterschreiben. Und ja, das jetzt mal so für euch als Hintergrundwissen. Also falls du noch essen willst, warte kurz oder faste heute. Nee, also Toilette ist in Ordnung. Dementsprechend, okay, ich fand das Schlafzimmer teilweise schlimmer, sieht natürlich jetzt nicht mehr so top aus. Da so ein Quatsch, natürlich muss alles neu. Die Holzdecke, hier hat mein Vater bestimmt schon geguckt. Oh. Was da drunter ist, ganz normale Betondecke heißt, hier werden wir wahrscheinlich die Decke abhängen. Schöne LED-Spots oder Leisten wieder reinpacken. Hier wird alles fugenlos gemacht. Die Fliesen sind top in Ordnung, also die sind bombenfest, sonst hätte man sowas nicht gemacht. Kleines Waschbecken hin und ja, okay, der Flur, wie gesagt, ist, finde ich, ganz cool, weil man kommt hier so ein bisschen rein, hat man so ein bisschen seinen Platz, kann hier seine Schuhe hinpacken. Was wir hier machen werden, ist wahrscheinlich so einen kleinen Raumtrenner, den berühmten Raumtrenner. Die langen Zuschauer kennen den auf jeden Fall. Eicheholz, 2, 3 Leisten oder Latten sozusagen, indirekt beleuchtet irgendwie. Mal gucken, ob wir es machen, wo genau, weiß ich noch nicht, aber... Das verkauft ja jetzt auch nicht die Wohnung, so ein Highlight, aber ich möchte da immer noch ein bisschen einen Ticken drauflegen, wisst ihr ja. Also wir wollen immer Qualität liefern. Die Serie dieser Wohnungsrenovierung geht jetzt mit Episode heute los. Deswegen, falls du noch nicht abonniert hast, gerne mal vorbeischauen. Wir werden hier einen Traum zaubern in skandinavischem Stil, also Eichenparkett
und schwarze Elemente immer mal wieder. Ansonsten sehr hell und hoffentlich auch fugenlos das allererste Mal. Deswegen seid gespannt. Danke fürs Zuschauen. Auf Instagram werdet ihr tägliche Updates bekommen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin, lasst dich nicht ärgern. Peace.